Wohlersdorf ist ein uralter Marktort. Die erste Nennung als Markt war 1136. Das haben wir da unten auf den Stein auch eingemeißelt, damit ein Führender sich die Jahreszahl merken kann. Und dieser Schwertarm war zu Marktzeiten am Pranger aufgesteckt. Unser Pranger hat also noch diese Vorrichtung, wo also der aufgesteckt wurde. Ein paar Jahre war die Kirche dann ohne Turm und erst dann hat man diese beiden Westtürme gebaut, die eigentlich jetzt von rundherum sichtbar sind und uns auch immer wieder Touristen bescheren, weil die Leute neugierig sind, was ist das? Das ehemalige Armenhaus, wir haben es dann irgendwo, weil man glaubt, man musste ihm einen anderen Namen geben, auf Cholera-Spital umgetauft. Es ist nämlich in der Chronik ersichtlich, dass in dem Haus einmal 21 Betten für Cholera-Kranke zur Verfügung gestellt worden sind und 9 oben im Rathaus, also insgesamt 30 Betten. Und ich mache also eigentlich immer wieder die Entdeckung, wenn ich mit Einheimischen unterwegs bin, es hat ja jeder ein bisschen Federn, Armenhaus zu sagen. So als ob man sich für diesen Ausdruck Armenhaus schämen müsste. Ganz im Gegenteil ist es. Es ist so, dass also die Wullersdorfer da eine sehr große soziale Leistung natürlich damit gebracht haben. Jetzt soll es dann in Zukunft für viele Besucher, wir erhoffen uns sehr viele Besucher, Informationsstation werden. Information zu unseren zwei Hauptthemen, das Armenwesen und die Cholera bzw. der Umgang mit Seuchen überhaupt. Nicht nur in Wullersdorf, sondern in der ganzen Umgebung. Und es ist sicher so, dass also viele Orte unter diesen Seuchen gelitten haben und wir wollten ein bisschen eine Übersicht schaffen, was da in unserer Gegend des Weinviertels in dem Zusammenhang passiert ist. Wullersdorf, die Herrschaft Wullersdorf gehörte dem Stift Melk. Und aus dem Grund war der Abt von Melk der Herr der Herrschaft und hatte das Sagen. Und ihm war es wesentlich, dass die Dienstboten, die nicht mehr arbeitsfähig waren, auch bis zu ihrem Lebensende ein Dach über dem Kopf hatten. Deswegen hat er dieses Haus angesprochen, hat also versucht, die Leute zu überzeugen, dass dieses Haus gebaut wird, hat dann selbst finanziert das Haus. Jahrzehnte später hat sich dann die Gemeinde auch eingebracht, hat versucht, auch ihre Gemeindearmen in das Haus unterzubringen, dass die auch ein Dach über dem Kopf haben. Und die Gemeinde hat damals, die alten Marktrichter und Ratsbürger, die haben damals verfügt, dass zweimal in der Woche eine Sammlung durch den ganzen Ort gegangen ist und was gesammelt wurde, wurde dann von einem eigenen, wir würden heute sagen Gemeinderat, von einem sogenannten Armenvater an die Armen aufgeteilt. Geht das wieder drüber heben, oder? Ja, ich will nicht mehr schauen.
Ich habe vorher, also nach dem Krieg, in meiner Jugend erlebt, dass hier herinnen Familien gewohnt haben, die sozial notwendigerweise zu unterstützen waren. Und diese Familien haben hier herinnen gewohnt und sind so im Laufe der Jahrzehnte entweder ausgezogen, weil sie etwas anderes gefunden haben, oder auch hier im Haus verstorben. Unter uns Kindern war das vollkommen egal, aus welcher Schicht, aus welchem Teil des Ortes, aus welchem Haus wir kamen. Wir haben miteinander gespielt. Und die Frage, wohin mit der Partei, die hierinnen gewohnt hat, wir haben eine Miete für 25 Jahre abgeschlossen und eine Mietvorauszahlung für diese Zeit geleistet. Und um diesen Betrag hat die Gemeinde dann in der Nachbargemeinde ein kleines Häuschen gekauft und die Insassen oder die Einwohner dieses Hauses dorthin übersiedelt. Sozial Schwache, würde ich also sagen, haben also hier, speziell da hier oben in den, im ersten Stock, haben also drei Parteien gewohnt, unterschiedliche Parteien, die dann nach und nach also das Haus verlassen haben. Das ist das Thema. Das Thema Armut, über das ich laufend nachdenke, aber noch nicht so weit bin zu sagen, ich weiß schon, wie ich das darstellen möchte. Ich glaube, das ist ein sehr heikles Thema, das also da oder dort womöglich böses Blut erzeugen könnte. Es ist so, dass also jeder das in irgendeiner Form empfindet, aber vielleicht auch nicht so der Öffentlichkeit sagt, wie er es wirklich empfindet. Also näher möchte ich auf das Thema da nicht unbedingt eingehen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass also der eine oder andere vielleicht sogar etwas geringschätzig auf diese Einwohner geblickt hat. Aber es war sicher so, dass sehr viele auch unverschuldet in Not geraten sind und eben dann hier ein Dach über den Kopf gefunden haben. Und wollen hier herinnen ein Museum errichten. Ein Museum mit hauptsächlich einmal zwei Schwerpunkten. Das eine ist das Armenwesen und das zweite ist also Cholera und Seuchen, Krankheiten. Und da wollen wir also versuchen, so schwerpunktmäßig das ganze Weinviertel hier einzubinden und haben also da auch vor, ein paar Aktionen zu machen, wo wir das Weinviertel einladen, zu uns zu kommen und uns zu sagen, wie das Armenwesen und das Krankenwesen bei Ihnen gelaufen ist. Sodass wir also wirklich über das ganze Weinviertel hier einen Überblick erarbeiten.